So, moin moin, willkommen nochmal zu einer weiteren Folge Straßenmeisterei Simulator in dieser packenden Grafik hier. Ja, ich hoffe, die letzten Folgen haben dir gefallen. Wenn du wieder dran bist und das Ganze dich hier interessiert, schreib es mir gerne mal in die Kommentare und lass schon mal ein Like da. Like. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, wir gehen mal hier zu unserer wunderschönen Tür und nehmen quasi den nächsten Auftrag an. Aufheben, Bundesstraße. Wieso sind die Sicherungen der Bundesstraße noch nicht aufgehoben? Die Arbeiten sind doch fertig. Jetzt fahre Pritschenwagen zum Einsatzort und gut, dann holen wir das mal. Nimm das Fahrzeug ohne Warnleitsystem. Oh, mal was anderes. Muss erst mal gucken, wo das Ding ist. Hier. In der letzten Folge stand das Ding da am Straßenrand. Wieso steht das Ding jetzt auf einmal hier drin? Kann das fliegen? Das sieht aus wie so ein Unimog. Was haben wir hier? Ah ja, okay. Okay, dann halt der hier. Genau, okay, den hier. Haben sich ja echt nicht viel gestreut hier. Guck mal, hier liegen sogar Kettensägen und so. Bin echt mal gespannt. Also hier werden bestimmt noch so ein paar Sachen passieren hier in dem Spiel. Hier so Kettensägen und so ein Kram liegt. Bin ich mal gespannt, ob man das auch nutzen kann. Hier nochmal eine Motorsäge. Oh, hier, so eine Werkbank, so eine Garage wünsche ich mir. Oh, geil. Ich glaube, da gehe ich nie wieder raus. Da wohne ich gleich drinnen. Für die Leute, die es noch nicht wissen sollten, DS Garage, so wie ich auf Twitch heiße, ist auch ein YouTube-Name von mir. Ohne die Erklärung. Park das im Bereich. Oh, muss schon parken. Hä? Ach, ich habe schon eine Markierung, okay. Was war denn das? Was? Ja, ich glaube, das Spiel ist nicht jetzt nicht schlecht. Man kann es spielen, aber man darf es nicht mitspielen wie LS22 vergleichen. Ja, vergleichen kann man es natürlich nicht. Das ist ganz klar. Es erinnert nur einen so ein bisschen daran, wenn ich daran denke, dass Landwirtschaftssimulator von der generellen Aufmachung her mal genauso schlecht gewesen ist, oder sogar noch schlechter. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich will aber jetzt hier keine Spiele schlecht machen oder sonstiges. Es ist ein Spiel, es muss Spaß machen, das ist die Hauptsache. Und mehr doch nicht, ne? So, dann fahren wir mal schnell dahin und machen die Markierungen, Sachen da auf. Ich bin natürlich jetzt erstmal in die falsche Richtung gefahren. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Update für das Game, man weiß es ja nicht, ne? Bin ja mal gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Oh. Okay. Stoppschild hat mehr magische Fähigkeiten auf jeden Fall. Vollprofi im Fahren Nummer 1. Das ist auf jeden Fall. Also muss er ausgiebig testen, ne? Sag ich jetzt mal. Nachher habe ich wieder einen Zettel vor der Tür liegen. Bitte schreien Sie nicht so laut rum. Dabei rede ich ganz normal. I like. Ja, jo, 120 kann das Ding fahren. Ich bin ja beeindruckt. Das hier oder was? Was ist mit dir jetzt hier? Das hier oder was? Im markierten Bereich parken, ach, hier drüben. Und jetzt?
So, machen wir das mal hier wegräumen, wa? Er hat ja wenigstens. So, lässt du mal bitte die Luke offen hier. Ich glaube, ein Schwein pfeift. Ich gehe mit meiner Schubkarre und die Schubkarre geht mit mir. Ich sammle die ganzen Schilder ein. Danach trinken wir Bier. Meine Lampe ist an, meine Lampe ist an. Jetzt geht es schon wieder los. Oh je, oh je, oh je, oh je. Rappimmel, rabammel, rabum. Ich glaube, ihr sollt erst die Schilder einsammeln und dann die Dinger. So. Ganz schön wenig los hier auf den Straßen, ey. Zack. Hey, was meinst du jetzt mit deiner Nachricht? Mit den Abbauen und Genehmigungen hier und so? Hast du nie gesehen, dass die abgebaut wurden? Oder jemand dort arbeitet? Meinst du jetzt im Spiel oder meinst du jetzt in Wiel? Ich kann nur drei Dinger drauflegen, echt? Das ist doch Rotze. Wozu musste ich jetzt eigentlich mit dem Wagen hier rausfahren? Ach so, in Real Life hatte ich das so gefühlt immer nur stehen, aber nichts passiert. Naja. Weiß ja nicht, was die da mal fabrizieren bei manchen Baustellen, ne? Ich hab das gesehen, ich hab mich durchteleportiert. Nimm doch jetzt mal das Ding hier. Weiß gar nicht, wie viel ich hier draufpacken kann. Ah, es war die letzte, also immer nur drei Sachen. Okay. Wenigstens sieht man seinen Körper und hat wenigstens was davon. So, dann haben wir das quasi ja schon fast fertig hier. Also
Also wenn es nochmal irgendwie so eine Art Simulator geben würde, würde ich mir den anderen mal holen. So eine Art mit Baustellen und so, also wo du richtig dann so baggern kannst und so ein Blödsinn. Das wäre nochmal was, was mich richtig reizen würde. Muss ich ernsthaft sagen. A40 seit über 10 Jahren Baustelle und die sollte 2080 fertig sein. Okay. A40 sagt mir jetzt gerade gar nichts. Seit 2018, jetzt haben wir 2022. Super Tag, ey, ne? Ich hätte mir nicht so viele Nüsse essen sollen, jetzt geht's mir am Mann drum wie Sau. Ja, dass das ein Alleban ist, das dachte ich mir schon. Weil wo die ist, das wüsste ich jetzt nicht so direkt. Du Eicher runter, etwas leer, veräppeln. In Duisburg, ach so. Okay. Aber irgendwie sieht es hier mal so aus, wie ein schönes Wetter wäre. Ich muss langsam Feierabend machen. Und toll, das Ding bleibt jetzt hier stehen, oder was? Ja, wird wahrscheinlich dann damit der Bart ab. Fahr mal zu hier, du Nase. Lass mal 140 fahren. Auf der Landstraße. Oh, und jetzt hier rum. Oh, driften. Geil. Das war ein schöner Drift, hä? Driften in Straßenbausimulator. Muss mal die Sachen wieder abladen hier. So.
So, dann hat mir das auch fast gemacht hier. Der hat wenigstens die Dinge auch ordentlich in der Hand. So wie sie es gehört. Bei anderen Spielen ist es meistens ja immer so. Wieso hat er mich jetzt gefragt, ob die Gegenstände automatisch abgeladen werden sollen? Verstehe ich jetzt nicht. Das Spiel doch noch Neuerungen zu bieten hier oder was? Lol. Ich habe noch ein anderes schönes Game, das ist eigentlich zwar für meine Kleine, aber das will ich auch mal spielen. So. Laden wir das jetzt noch schnell ab hier. So, dann laden wir das hier noch schnell ab. Und dann können wir. Gut. Okay, das Spiel hilft uns auch wenigstens mal ein bisschen. Finde ich gut. Finde ich eine schöne Sache, dass es zwischendurch wenigstens mal Sachen durchkommen. Soll ich dir helfen mit Abladen und so? Das finde ich wirklich mal gut. Es wird das nicht langweilig, wenn man nur die Dinger gerade abladen muss. Inwiefern langweilig? Das ist ja Teil der Aufgabe, sage ich jetzt mal so. Du musst ja die Sachen auch wieder alle wieder ordentlich an Ort und Stelle legen, ne? Das gehört ja zu dem Auftrag mit dazu. Und mein Auftrag war gerade, die Sache da wegzuräumen. Und da muss demzufolge die Sachen, die da aufgestellt worden sind, wieder an Ort und Stelle gebracht werden. So, Auftrag abgeschlossen. Erst waren wir noch nicht mehr da, aber naja. Was hat man denn jetzt noch für Aufträge?